Willkommen, meine lieben Freunde, zum zweiten Spieltag der Tag Team League gegen das Team Crittin Flinch, geleitet von Stratobasco, also der Kombination aus Stratocopter und Tabasco TV. Und ja, heute bin ich leider ganz alleine. Der Panther Knight gönnt sich einfach mal hier einen schönen Urlaub und ich bin leider hier deshalb ganz alleine heute hier beim Kommentieren. Wir konnten aber den Kampf zusammen machen. Also das war nicht das Problem. Es gab jedoch ein paar andere Probleme, denn es gab leider ein paar DCs. Das heißt wiederum, also Disconnects, das heißt wiederum, dass wir das Ganze natürlich nachstellen wollten, weil der Kampf nach Runde 5 schon relativ weit vorangeschritten war. Also es war jetzt nicht extrem weit vorangeschritten, aber wir kannten schon ein paar Sets und generell ist es blöd, dann komplett neu zu spielen, deshalb wollten wir es nachstellen. Leider hat sich das Nachstellen als schwieriger entpuppt als eigentlich vermutet, denn die Sache ist, dass es ein paar weitere Disconnects gab und generell mussten wir ein paar Sachen nachstellen, die sehr schwer nachzustellen waren. Also ja, nicht wundern, wenn die ersten 5 Runden etwas komisch aussehen. Wir haben es aber am Ende geschafft und es lohnt sich auf jeden Fall, die ganze Zeit, die wir dafür aufgebraucht haben sozusagen, denn es war wirklich ein sehr, sehr schöner Kampf, den man sich, glaube ich, auch ganz gut anschauen kann. Und ich würde sagen, wir schauen uns auch direkt mal das Team von Stratobasco an. Ich mag diesen Namen einfach, deshalb werde ich den wahrscheinlich öfter sagen als Stratocopter TV und Tabasco TV. Und zwar sehen wir auf der Seite von Stratobasco eine Rotom Frost, Togetic, Victini, Rabigator, Marshadow und Calamanero. Und das ist nicht das Team, was wir erwartet hätten, denn Rotom Frost, Togetic und Calamanero waren jetzt nicht unbedingt auf unserer Liste. Wir hätten eher sowas wie Mega Bisaflor, Mega Stolos und auch Mantax gesehen. Also eher defensivere Pokémon, dafür haben sie sich jetzt eher für die Offensive entschieden, bis auf Togetic eben. Togetic kann auch generell etwas nervig werden. Mit dem Evoliten tankt es ein paar Hits, kann sowas wie Spotlight erlernen und natürlich auch sich Setup mit Ränkeschmied und das Ganze mit Staffette weiterpassen auf Victini oder so. Oder auch auf Rotom Frost, denn Rotom ist super stark gegen das Team, was wir jetzt hier heute mitgenommen haben, denn wir haben jetzt nicht so viel dagegen eingepackt, also das kann nur lustig werden. Auf unserer Seite sehen wir nämlich ein Mega Gyarados, Hutsasser, Kyurem White, ein Nidoqueen, Skelabra und Boreos in der Inkarnationsform. Die genauen Sets findet ihr im Teambuilding-Video, welches in der Videobeschreibung verlinkt ist. Und ich würde sagen, wir starten auch einfach mal jetzt in den Kampf und hoffen natürlich auf einen schönen, spannenden Kampf. Also gut, ich habe das schon so gesehen gespoilert, der Kampf ist wirklich schön geworden. Also kann man sich, glaube ich, darauf freuen. Auf jeden Fall sind die ersten paar Runden etwas komisch, deshalb muss ich die jetzt erstmal ganz genau erklären, denn die beiden leaden mit Rotom Frost und Rabigator. Wir wiederum leaden mit Gyarados und mit Nidoqueen. Das ist kein gutes Matchup, denn die einzelnen 1v1s verlieren wir auf jeden Fall. Denn, ja, Rotom zerstört Gyarados und Rabigator zerstört Nidoqueen. Wir dachten aber jetzt tatsächlich, dass wir jetzt hier in der Lage sind, sogar ganz gut bei diesem Matchup davon zu kommen, wenn wir die richtigen Plays machen. Denn dieses Rotom ist tatsächlich im allerersten Spiel auf Blizzard gegangen, in der allerersten Runde, und hat beide gemisst, also das war auch nochmal hilfreich für uns, und Rabigator ist auch wirklich auf Verhöhner gegangen. Und weil der Blizzard gemisst hat, ist er jetzt auf Donnerblitz gegen Nidoqueen gegangen, weil es ja eine Nullrunde für Rotom Frost war. Außerdem habe ich hier noch die Kaskade gegen Rabigator eingesetzt und Paul hat hier die Tarnschein mit Nidoqueen rausgeholt, das war genauso wie im ersten Match. Ich habe hier nur leider vergessen, beim Nachspielen meinen Gyarados zu megern, denn im allerersten Match habe ich meinen Gyarados gemegert, damit wir einen Donnerblitz tanken können, denn dann tanken wir auf jeden Fall ein und eigentlich war das also gar nicht mal so schlecht, was wir gemacht haben. Die allererste Runde war vor allem gut für uns, weil Blizzard eben daneben gegangen ist. Da hatten wir auf jeden Fall sehr viel Glück. Nun mega ich mich etwas zu spät, aber es passt trotzdem. Denn nun kann ich mit einer zweiten Kaskade dieses Rabigator aus dem Spiel nehmen. Aber zuallererst sehen wir jetzt hier einen weiteren Blizzard. Der misst dieses Mal zweimal. Das war beim anderen Mal nicht so, denn Blizzard hatte dann beide Pokémon getroffen und dann Skelabra auch noch gefreezed, was aber vielleicht nicht gemattert hat, wozu wir gleich noch kommen. Wir sehen jetzt hier erstmal das Erdbeben, was gegen Gyarados und gegen das Skelabra super guten Schaden macht. Und damit können wir jetzt aber auch dieses Rabigator wirklich mit der Kaskade aus dem Spiel nehmen. Skelabra war eben eigentlich eingefroren, aber wir sehen jetzt hier gleich, sie holen Du stinkst rein. Ich meine, das Marshadow. Und Marshadow ist logischerweise schneller als Skelabra und kann mit Diebeschatten dieses Skelabra aus dem Spiel nehmen. Aber wir sehen jetzt hier erstmal ein Schutzschild, denn wie gesagt, wir mussten jetzt ein paar Runden nachstellen und das war jetzt alles etwas komisch, weil wir mussten erstmal nochmal den Blizzard Miss nachstellen, weil der Blizzard Miss ist ja vorher nicht passiert. Beim letzten Mal. Das war nur in der allerersten Runde, aber in der zweiten Runde nicht, weil Skelabra wurde ja gefreezed und Gyarados hat ein bisschen Schaden bekommen, ungefähr 20%, deshalb mussten wir es auch noch nachstellen. Ich weiß, alles ein bisschen blöd jetzt hier gelaufen.
Das auch jetzt für euch. Sieht jetzt erstmal alles ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe, das ist okay für euch, denn wir haben jetzt hier tatsächlich Skelabra besiegt, um das auch nachzustellen, weil normalerweise wäre Marshadow mit Diebeschatten auf Skelabra gegangen, aber okay. So, jetzt normalisiert sich das Ganze langsam aber sicher. Wir sind jetzt in den letzten beiden Runden und danach geht es wirklich normal weiter. Und zwar wechsle ich hier mit Megagados in Hutsasa ein, um einen Donnerblitz abzufangen, der wahrscheinlich kommen wird, und der kommt tatsächlich. Wir gehen mit Abschlag hier auf Rotom Frost. Und wir sehen jetzt hier, dass das Leben auf Item weg ist. Donnerblitz kommt auf Hutsasser. Sehr, sehr nice. Das heißt, wir konnten immerhin schon mal den Donnerblitz abfangen und das Leben auf Item von Rotom Frost wegbekommen. Wir sind jetzt hier auch eine Runde eigentlich behind, weil wir haben ein bisschen was falsch nachgestellt. Aber am Ende des Tages haben wir es trotzdem so geschafft, dass wir es genau richtig nachstellen. Denn Marshadow protected jetzt hier nochmal. Wir gehen nochmal auf Abschlag gegen Marshadow, weil das normalerweise nicht passiert wäre. Und jetzt kommt noch ein Ladungsstoß. Denn normalerweise, ich weiß, alles super kompliziert, wäre ein Blizzard gekommen und Mitch 2 hätte den Blizzard ganz knapp mit einem KP überlebt, aber dafür hätte auch Hutsasa keine Para abbekommen und hätte auch nebenbei den Blizzard gedodged. Also der Blizzard ist gegen Hutsasa daneben gegangen. Das heißt, wir sind jetzt hier auf Ladungsstoß gegangen, um Schaden auf dieses Boros zu bekommen, ohne es zu besiegen, weil Blizzard nachzustellen, dass es auf einem Pokémon misst und auf dem anderen nicht, ist sehr, sehr schwer. Deshalb haben wir es versucht, so gut es geht nachzustellen. Nicht perfekt, aber es sollte passen. So, jetzt sind wir wieder beim normalen Spiel. Jetzt wechselt dieses Marshadow raus, geht auf Calamanero und Hutsasa geht hier auf Wutpulver, um die Attacken auf sich zu ziehen. Denn wir wollten auf jeden Fall die Attacke von Marshadow abfangen, aber dadurch, dass sie rausgewechselt sind, hat das natürlich nicht so viel gebracht. Wir können jetzt hier aber erstmal mit dem Z-Orkan auf dieses Rotom Frost gehen, denn Rotom Frost ist ein extrem großes Problem. Deshalb entscheiden wir uns jetzt hier dazu, den finalen Steilflug direkt für dieses Rotom Frost zu nutzen. Denn wenn das Ding weg ist, haben wir schon mal einen kleinen Threat weniger auf diesem Feld. Und tatsächlich, dieses Pokémon ist direkt besiegt worden, hat guten Schaden bekommen schon vorher. Und nun hat es dann auch ausgereicht für den KO. Calamanero ist nun drin und Calamanero kann tatsächlich etwas gefährlich sein. Vor allem, weil sie jetzt auch noch Victini rausholen und das sieht jetzt gar nicht mal so gut aus. Victini bekommt jetzt erstmal 25% Tarnscheinschaden und wir dachten uns jetzt, okay, wir gehen jetzt hier wieder auf Wutpulver. Denn dann können wir die beiden Attacken auf Hutsasa lenken und vielleicht nochmal ein bisschen was mit Boreos machen. Und zwar den Abschlag erstmal auf Victini raufbekommen, um da das Item abzuschlagen. Und zwar den Fokusgurt tatsächlich sogar, der aber sowieso schon angeknackst war, und dann vielleicht in der nächsten Runde noch ein bisschen was zu machen. Hier kommt der V-Generator, wir sind total physisch defensiv, aber Hutsasa tankt das logischerweise nicht und damit stirbt Hutsasa leider auch, aber das ist okay, weil wir haben Boreos jetzt erstmal von diesem V-Generator bewahrt, wobei ich glaube, in jedem Fall sind sie mit V-Generator gegen dieses Hutsasa gegangen, weil Hutsasa ist nervig für die, denn das ist der einzige Check für Marshadow und wir haben jetzt den einzigen Check gegen Marshadow verloren, was gefährlich sein kann, aber wir können auf jeden Fall noch damit umgehen. Auf jeden Fall holen sie jetzt hier tatsächlich den Bizarro-Raum mit Calamanero raus und das war jetzt sehr gut, weil Victini natürlich auch jetzt bei minus 1 ist und somit ist das alles sehr gefährlich. Wir gehen jetzt hier erstmal mit Schutzschild, oder setzen jetzt erstmal Schutzschild mit Boreos ein. Und tatsächlich gehen wir jetzt hier auch mit Megarados auf Schutzschild, denn wir dachten uns, okay, wir wollen erstmal den Bizarro-Raum ein wenig ausdauern. Der Bizarro-Raum hindert uns ein wenig daran, den Rückenwind rauszuholen und damit dann irgendwie zu gewinnen. Wir sehen jetzt hier den Kraftkoloss, der auf Gardos eingesetzt wird, aber wie gesagt, wir haben ja Schutzschild eingesetzt, also passt das. Und jetzt kommt hier tatsächlich der Abschlag, womit wir nicht gerechnet haben, gegen Mitch 2 und wir werden aus dem Spiel genommen. Das ist tatsächlich etwas, was wir jetzt hier nicht erwartet hätten, denn wir hatten gehofft, dass jetzt hier wieder ein Kraftkoloss gegen Gardos kommt, denn wir sind schneller als Victini, obwohl es bei minus 1 ist, im Bizarro-Raum und können jetzt immer dieses Victini aus dem Spiel nehmen. Wir hatten halt nur gehofft, dass Kraftkoloss jetzt eigentlich gegen Gardos eingesetzt wird, weil dann hätten wir nochmal guten Schaden gegen dieses Calamanero bekommen. Jetzt holen wir erstmal Nidoqueen rein, während sie ihr Togetic reinholen. Togetic ist das letzte Pokémon auf der Seite, also auf der linken Seite und deshalb ist das natürlich ganz cool, wenn wir das aus dem Spiel bekommen. Aber jetzt sehen wir erstmal einen Zauberschein. Zauberschein macht natürlich soliden Schaden gegen Gardos und nicht so viel gegen Nidoqueen. Und wir sehen es hier leider auch einen Kraftkoloss gegen Gardos. Wir hätten hier Schutzschild einsetzen können, ja. Wir dachten nur eigentlich, dass sie jetzt nicht dieses Gardos da betargeten, sondern vielleicht auf Nidoqueen gehen.
Und deshalb haben wir hier unser Garlos verloren. Schutzschild wäre der bessere Play gewesen, aber ja, kann man natürlich im Vorfeld nicht wissen. Wir setzen jetzt hier einen Superzahn gegen Calamanero ein, sehen aber leider hier die Citrobeere, also hat das jetzt auch nicht so viel geholfen. Wir haben immer ein bisschen Schaden drauf bekommen, aber das ist jetzt auch nicht so viel. Und können aber dafür jetzt hier immer einen Kyurem White reinholen und Kyurem White wird jetzt einfach sehr, sehr viel Schaden austeilen können. Das sind aber auch unsere letzten beiden Pokémon, also wird es jetzt hier nicht einfach, das Match zu gewinnen, wir haben aber noch eine gute Chance. Ich gehe jetzt hier erstmal auf Schutzschild mit Kyurem White, damit wir einen Kraftkoloss von Calamanero und auch noch einen Zauberschein abfangen können. Wir sehen jetzt hier, kommt der Zauberschein, gegen Nidoqueen macht das natürlich nicht viel Schaden und tatsächlich sehen wir den Abschlag, aber gegen Nidoqueen, was natürlich ein guter Play war, vielleicht haben sie ja wirklich das Schutzschild gerochen und wir gehen hier nebenbei auf Superzahn gegen Calamanero. So, jetzt ist aber alles wieder normal, denn der Bizarro-Raum ist vorbei und wir können jetzt hier auf Eisstrahl gegen Togetic gehen und auf erdkräftigen Calamanero. Togetic setzt zwar Spotlight ein, aber wenn Eisstrahl Togetic aus dem Spiel nimmt, dann bringt ihm Spotlight nichts und Erdkräfte geht dann auf Calamanero, wie es auch sein soll. Und tatsächlich, Eisstrahl reicht aus, weil die Tarnscheine vorher auf dem Feld lagen. Ohne die Tarnscheine hätte es wahrscheinlich nicht gereicht. Und wir können jetzt mit den Erdkräften auf dieses Calamanero gehen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch Marshadow. Marshadow kann uns aber nicht beide gleichzeitig aus dem Spiel nehmen. Also haben wir jetzt hier eine gute Chance, das Match zu gewinnen. Wie gewinnen wir das Match? Wir müssen hier auf Schutzschild mit Kyurem White gehen und hoffen, dass sie nicht mit Marshadow Nidoqueen angreifen. Weil wir können mit Nidoqueen auf jeden Fall Marshadow nicht One-Hit-KO'en, aber wir können es Two-Hit-KO'en. Das heißt, wir müssen jetzt hier Schutzschild einsetzen und hoffen, dass Marshadow auf dieses Kyurem geht. Und tatsächlich scheinen sie auf Kyurem zu gehen, weil sie auf eine Z-Attacke gehen. Und das ist natürlich die schöne Z-Attacke Fulminante Faustschläge. Und das ist gut, weil natürlich macht es immer noch Schaden durch das Schutzschild. Denn 25% Schaden gehen trotzdem durch Schutzschild durch, aber es reicht natürlich nicht aus, um uns aus dem Spiel zu nehmen. Das heißt, jetzt kommen die fulminanten V-Schläge und Kyurem White wird angegriffen und wir dachten, okay, das ist jetzt gewonnen. Weil wir jetzt auf die Erdkräfte gehen gegen Marshadow und das wird ihn zwar nicht aus dem Spiel nehmen, aber sollte zum Tool-KO reichen und er kann uns nicht beide besiegen gleichzeitig. Das funktioniert nicht. Marshadow hat keine Möglichkeit, um das zu machen. Deshalb muss er jetzt hier ein Pokémon besiegen. Außer, sie haben Ableitiebe im Set. Sie haben Ableitiebe im Set. Wir haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass sie Ableitiebe im Set haben könnten. Denn wir sind fest davon ausgegangen, dass sie Nahkampf im Set haben und den Z-Nahkampf eingesetzt haben. Wir haben es aber auch nicht mehr nachgerechnet, wie viel Schaden das war. Und wir gehen jetzt hier auf die Erdkräfte und ohne Volltreffer reicht das nicht aus. Und tatsächlich, es reicht nicht aus. Und damit kann Marshadow nun dieses Nidoqueen mit dem Diebesschatten aus dem Spiel nehmen. Und damit verlieren wir diesen Kampf 0-1. Also ein sehr verwirrender Anfang, aber dafür ein sehr, sehr spannendes Ende hier. Wir haben diesen Kampf leider verloren. Wir hätten den Kampf gewinnen können, in der Theorie auch noch am Ende, wenn wir Double Protected hätten mit Kyurem White und den Double Protect bekommen hätten. Aber wir wussten eben gar nicht, dass sie Ableitieb drauf hatten. Das hätten wir aber nachrechnen können. Wir hätten auch ruhig das nochmal in den Calculator einwerfen können und schauen können, was 25% von Z-Nahkampf ist und von Z-Ableitieb, weil der Schaden natürlich unterschiedlich ist, aber darüber haben wir gar nicht mehr nachgedacht, weil wir uns schon siegessicher an dieser Stelle waren und ja, wir hätten auch einen Double Protect bekommen müssen, also wir hätten dann ja nicht mehr safe gewonnen, deshalb ist das total okay, wie das jetzt hier am Ende war. Natürlich etwas schade, ich war enttäuscht oder wir waren enttäuscht, also ich weiß nicht, wie es bei Paul war, aber ich war auf jeden Fall enttäuscht und wollte natürlich den Kampf gewinnen, ganz knapp haben wir leider verloren. Trotzdem war es ein sehr, sehr schöner Kampf. Es tut mir leid, dass der Kampf am Anfang so verwirrend war mit den ganzen Sachen, die zu erklären waren. Denn ja, ich weiß, es ist nicht so schön zum Ansehen. Aber was soll ich machen? So ist es leider mit Disconnects. Ich hoffe mal, das wird in der Zukunft nicht mehr passieren. Es war ja auch so, dass Paul und Strato nicht zu Hause waren. Deshalb kam es überhaupt zu diesem Disconnect sehr wahrscheinlich, weil Strato da nicht so stabiles Internet wahrscheinlich hatte und Paul vielleicht auch nicht. Und ach, keine Ahnung, es ist ja auch nicht so wichtig. Es ist jetzt passiert. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Schaut bei Strato und beim lieben Tabasco rein. Link in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann auch nochmal ihre Sicht ansehen. Ihr merkt schon, ich bin fertig vom Kommentieren. Der Kampf war einfach zu spannend am Ende und hat auch sehr viel Kraft geraubt und auch Zeit. Aber dafür war es ein schöner, unterhaltsamer Kampf meiner Meinung nach. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.